Hallo zusammen, ich bin die Petra Klingler aus der Schweiz, Sportkletterin und wir sind hier bei Startblock 07. Wir sind Sport! Hallo und herzlich willkommen zu Startblock 07 und wir sind heute unterwegs durch die wunderschöne Stadt Stuttgart gemeinsam mit den Mädels von Allianz MTV Stuttgart. Ja, und der Geschäftsführer Aurel Irion ist auch natürlich dabei. Aurel, so eine Geschichte ist doch einfach klasse, oder? Selbst die Mädels, die schon länger hier sind, haben gerade eben gesagt, sie haben diese City-Tour noch nicht gemacht. Das ist eine gute Geschichte. Absolut, bei diesem Wetter natürlich heute noch. Also wunderbare Sache für uns, tolle Geschichte, tolle Werbung und die Presse ist mit dabei und die Mädels haben noch Spaß. Was will man mehr? Also da sind wir alle sehr zufrieden natürlich. Ist wahrscheinlich immer noch auch so ein Teil des Integrationsprozesses, vor allem für die Neuzugänge, wobei es ist schon einiges passiert, oder? Ihr habt auch in Sachen Teambuilding sehr viel gemacht im Vorfeld. Genau, wir haben also schon einige Aktionen mit den Mädels gehabt. Sie sind schon gut zusammengewachsen, aber natürlich heute, das ist quasi nochmal ein kostenloser Team-Event für uns, der Spaß macht. Und die Mädels sehen dann natürlich jetzt auch noch ein bisschen die Stadt. Ganz tolle Sache, ja. Jetzt sieht man die Mannschaft, sieht die einzelnen Spielerinnen, aber man weiß immer noch nicht, was wird es für eine Mannschaft sein. Es wird einfach Zeit, dass endlich auch mal der Ball wieder in einem Pflichtspiel ins Spiel kommt, oder? Klar, das dauert natürlich noch ein bisschen. Wir haben das erste Pflichtspiel am 31.10. dann in der Champions League Quali und dann gleich ein paar Tage später geht es richtig los gegen Dresden beim Pokal und da müssen wir da sein. Da ist Verlieren keine Option und bis dahin haben die Trainer noch Zeit, die Mannschaft zusammen zu schweißen. Erschwert wird das Ganze jetzt dadurch, dass wir zwei deutsche Spielerinnen bei der WM haben und überraschenderweise auch was besonders Schönes, eine amerikanische Spielerin, die Sarah Wilhite, wird bei der WM für USA spielen. Das ist schon eine sehr große Auszeichnung, aber natürlich fehlen die drei uns jetzt beim Teambuilding und bei der Mannschaftsfindung und ich hoffe, dass es trotzdem gut geht und wir sofort in die Saison starten und da sind. Also das wird entscheidend sein. Ja, und ich bin mittlerweile hier vorne bei der Debbie angekommen. Ja, Debbie, du bist ja eigentlich schon eine Stuttgarterin, so viele Jahre, wie du für Allianz MTV spielst. Aber das heute ist schon auch was Besonderes. Ja, ich muss sagen, so ein Bus-Tour habe ich noch nie gemacht. Wir wollten das letztes Jahr mal machen für Teambonding, aber dann war der Bus leider voll, war dann nicht reserviert. So, ich bin froh, dass wir jetzt nochmal diese Chance bekommen, das zu machen, alle zusammen. Gutes Stichwort. Es geht ja auch darum, die Neuzugänge so ein bisschen zu integrieren. Wie lief der Prozess bis da und was für eine Rolle spielst du da auch als erfahrene Spielerin? Wir haben diese Saison natürlich mehrere Spielerinnen, die schon eine Weile in Stuttgart spielen und das ist auf jeden Fall ein Vorteil, auch für die neuen Mädels, dass wir die ein bisschen helfen können zu integrieren hier. Und wie gesagt, wir haben schon viel Teambonding gemacht. Wir haben eine Fahrradtour gemacht durch Stuttgart, wir haben schon Stand-Up-Paddling gemacht, wir waren mit unserem Mentalcoach unterwegs, so ich glaube, dass die Mädels jetzt ein gutes Bild haben von Stuttgart und ja, schon gut integriert sind. Danke, Debbie. Julia, da fehlt doch jetzt nur noch der Ball, damit man endlich auch mal wieder Volleyball richtig spielen kann, oder? Also nicht nur trainieren. Ja, auf jeden Fall. Wir sind langsam auch richtig heiß und wollen jetzt auch dann in die Vollen gehen. Wir haben jetzt ein paar Testspiele und jetzt am Wochenende fahren wir nach Paris. Und dann ist jetzt gerade sehr angenehm, nochmal die Sonne ein wenig zu genießen. Wie gefällt dir das hier, dieser Tag, dieser Ausflug? Ich finde es mega. Ich persönlich komme jetzt auch an Plätze, die ich bisher in Stuttgart noch nicht besucht habe. Ich glaube, so weit oben war ich noch nie. Und es ist auch schön, dass es dieses Mal funktioniert hat, weil letztes Jahr war ja leider wegen Überfüllung nicht möglich, an der Busfahrt teilzunehmen. Ich danke dir. Yo, Coach. Hi. How are you? How do you like it?
it's really nice. I think all the team really likes it. We wanted to come last year, but the bus was full and we couldn't go inside. But this is a really great experience with nice weather. And we really enjoy to be here. Ein toller Tag für alle. Wir machen eine kurze Pause, sind gleich wieder zurück. Dranbleiben lohnt sich. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück bei Startblock 07. Wir sind immer noch auf der City-Tour zusammen mit den Mädels von Allianz MTV Stuttgart, gehen jetzt aber rüber nach Löchgau, denn wer hätte das gedacht, aus Löchgau kommen richtig viele Fußballer, die danach eine tolle Karriere hingelegt haben. Löchgau, 5.500 Einwohner, ländliche Idylle im Landkreis Ludwigsburg. Und Fußballhochburg, denn dieser Kunstrasenplatz des FV Löchgau war die Wiege für 4 Profikarrieren. Die beeindruckendste Laufbahn hat sicherlich Julian Schuster hingelegt. Von Löchgau kam er über den VfB Stuttgart zum SC Freiburg. Für die Badener absolvierte er in 10 Jahren über 240 Profispiele. Nach seinem Karriereende im Sommer ist er jetzt im Nachwuchsbereich des Sportclubs tätig. Die Verbindungen in die Heimat sind aber nie abgerissen. Die ganze Familie ist eigentlich mehr oder weniger im Verein eingebunden. Und natürlich bin ich dem Verein wahnsinnig dankbar. Ohne den Verein, ohne die ganze ehrenamtlichen Helfer und Trainer, hätte meine Karriere auch nicht so einen Verlauf genommen. Und ich habe hier meine ganze Jugend verbracht, habe auch hier noch aktiv spielen dürfen und es sind natürlich wahnsinnig viele tolle Erinnerungen. Unter anderem deshalb organisierte Julian Schuster zur Einweihung des neuen Rasenplatzes in Löchgau Anfang September auch ein Testspiel der Freiburger Bundesligamannschaft gegen den SV Sandhausen. Schusters Vater Hermann und Onkel Dieter sind heute noch im Vorstand der Löchgauer. Seine Cousine Stefanie trainiert die Löchgauer Damenmannschaft in der Oberliga. Julians 2 Jahre jüngerer Bruder Robin schafft es ebenfalls zum Profi, wenn auch nur bis zur dritten Liga. Gemeinsam mit Julian Schuster wechselte Marco Pischon im Jahr 2005 zum VfB. Dort debütierten beide im Oktober 2007 in der Bundesliga. Pischon spielte dann längere Zeit beim VfB 2, später für den SV Sandhausen und Preußen Münster. Innerhalb von 4 Jahren starten insgesamt 4 Profikarrieren von Löchgau aus. Aber warum eigentlich? Wir haben natürlich wahnsinnig tolle Jugendarbeit und hatten gerade unsere Jahrgänge waren einfach sehr talentiert und wir sind über viele Jahre zusammengeblieben. Ich weiß noch, als wir B-Jugend gespielt haben, hatten wir keine A-Jugend, durften deshalb am Wochenende zweimal spielen und ich glaube, dass uns das schon alles geprägt hat, zusammengeschweißt hat und uns natürlich auch für die Karriere danach dann entsprechend auch vorbereitet hat. Das gilt auch für Schusters Cousin Benedikt Röcker, dessen Co-Trainer er in der A-Jugend noch selbst war. 2009 geht Röcker in die Regionalliga nach Groß-Aspach und später weiter zum VfB, wo er 5-mal für die Profis aufläuft. Inzwischen ist er über Greuther Fürth bei Brøndby IF in Kopenhagen gelandet. Doch die enge Verbindung zum FVL hält sogar über 900 Kilometer Entfernung. Mein absoluter Herzensverein, wo ich 17 Jahre verbracht habe. Meine besten Freunde spielen noch dort aktiv Fußball, jetzt auch in der Verbandsliga. Und da bin ich natürlich mit Herz und Seele dabei, verfolgt es auch. Für Fabian Gramling hat es nicht zur Profikarriere gereicht. In der Jugend noch gemeinsam mit Pischon und den Schusters am Ball bremst ihn eine Verletzung aus. Heute sitzt er für die CDU im Landtag und erinnert sich an die Anziehungskraft der Löchgauer damals. Ich habe selber zuerst in meinem Heimatverein bei der SPVG Besigheim gespielt, wurde dann vom heutigen Cheftrainer Thomas Herbst damals abgeworben von Besigheim. Bin hier nach Löchgau gekommen, habe in der B-Jugend und in der A-Jugend gespielt und es war einfach der Teamgeist, das Zusammenleben innerhalb der Mannschaft, das einfach sensationell ist. Aktuell spielt der FVL zum 2. Mal in der Verbandsliga, natürlich überwiegend mit Spielern aus der eigenen Jugend. Insgesamt verfügt der Verein über 3 Herren, 2 Damen und 19 Jugendmannschaften. Und auch ein hochklassiger Schiedsrichter kommt aus den Reihen der Löchgauer. Pascal Müller, früher selbst Jugendspieler, hat am Dienstagabend sein Zweitligadebüt an der Pfeife gegeben und kommt in der Bundesliga als 4. Offizieller und Videoschiedsrichter zum Einsatz. Dadurch vertritt er Löchgau bundesweit in den Fußballarenen.
Ich bin echt gerne Löchgauer. Ich wohne schon mein Leben lang hier. Auch jetzt habe ich mit meiner Frau und mit einer kleinen Tochter hier eine Wohnung in Löchgau. Ich bin wirklich glücklich hier und auch im Verein kann ich mich sehr gut identifizieren. Die großen Spieler wie Julian Schuster, Benedikt Röcker, die sind auch immer bodenständig und mit denen hat man auch dann ein bisschen Kontakt hier und da. Und das ist einfach eine schöne Sache, so ein bisschen familiär. Echt toll hier. Die Verbundenheit zu Löchgau zieht sich bei allen durch. Das Besondere am Verein ist, glaube ich, dass es einfach eine große Familie ist, dass viele Spieler, die früher in der Jugend gespielt haben, heute dem Verein noch treu geblieben sind, über ihre aktive Fußballzeit hinaus. Und ich glaube, das ist auch das Besondere, was Löchgau auszeichnet als vermeintlich kleine Gemeinde, die aber auf der Fußballlandkarte sehr bedeutend ist. Und so dauert es bestimmt nicht lange, bis die nächste Profikarriere von Löchgaus ländlicher Idylle aus startet. Ja, und das war's auch schon wieder von Startblock 07. Wir fahren jetzt noch unsere City-Tour zu Ende und dann sehen wir uns am kommenden Donnerstag wieder bei Startblock 07. Einschalten lohnt sich. Bis dahin, macht's gut und bleibt sportlich.